Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pio Dodo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute einen kurzen Stream bzw. ein kurzes Video, weil wir müssen zwei Sachen heute erledigen und danach haben wir eigentlich nichts zu tun. Und die erste Sache ist, das zeige ich euch sofort, Ton ein bisschen leiser oder zu laut. Oder du zu laut, okay. Okay. So. Ich habe aber eigentlich nichts umgestellt. Genau, das erste, was wir zu erledigen haben, ist diese Dame hier anzusprechen. Ja, sie ist endlich da. Na, jetzt ist Tag 11 auf der Insel Dodo Reef und wir können endlich die Schneiderei platzieren. Ich habe noch nie so lange gebraucht, die Schneiderei zu bekommen, wie in diesem, auf dieser Insel Dodo Reef. Wirklich, noch nie so. Noch mit Abstand noch nicht so lange. Alia, 123, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Herzlich willkommen. So, und die zweite Sache ist diese hier. Ja, ich weiß, ich bin sehr klein und ihr seht wahrscheinlich gar nicht, was auf dieser Karte ist. Aber wir werden heute keine Bewohnersuche machen, sondern wir werden mit einer Amiibo-Karte einen Bewohner auf den Campingplatz einladen und mal gucken, ob sie gleich einzieht, weil wir ja ein freies Grundstück haben. Ich möchte wissen, ob das funktioniert und wir gucken das, ob es geht oder ob wir sie dreimal einladen müssen und dann müssen wir doch auf Bewohnersuche gehen. Genau. Wer ist da drauf? Vielleicht seht ihr es jetzt. Die liebe Rosa ist da drauf. Wir wollen ja Pärchen machen und ich habe gesehen, ich habe die Amiibo-Karte von der Rosa. Das heißt, Frederik bekommt Rosa als Nachbarin. Okay, und das machen wir heute auch. Aber zuerst werden wir die Tina ansprechen. Und ja, der Link zu Twitch ist in der Infobox, schreibt der Raffa hier gerade live auf Twitch. Also ich streame das Ganze immer live, falls ihr mal auch live dabei sein wollt. Guckt in die Infobox, da findet ihr den Link zu Twitch. Und ja, ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich auf jeden Fall sehr unterstützen. Und das Abo auf YouTube ist auch kostenlos. Es funktioniert nicht, da man 3 Tage braucht. Habe ich schon ausprobiert. Ah, danke Alina für den Spoiler. Ich wollte es selbst ausprobieren. Ich werde es aber trotzdem selbst ausprobieren. Weil wir wollen die Rosa sowieso auf die Insel holen. Egal, wer einzieht. Ab wann kriegt man die Leiter? Oh. Ab Tag 5, wenn man gut ist. 4? 4, 5? Genau. So, und wir werden jetzt mal die liebe Tina ansprechen. Und ich hoffe, ja, ich glaube, das geht in die Richtung, dass wir endlich die Schneiderei platzieren dürfen. Du kommst genau richtig. Hättest du kurz Zeit für mich? Ich wollte dich nämlich was fragen. Klar. Vielen Dank. Es geht um den Laden, den wir hier eröffnen wollen. Ja, zum Glück. Weißt du vielleicht einen guten Ort dafür? Dank dir gibt es hier nun viele Kunden, die meinen nächsten Besuch als Händlerin kaum abwarten können. Darum habe ich mit meiner Schwester darüber gesprochen, auf dieser Insel einen richtigen Laden zu eröffnen. Also bin ich heute hergekommen, um mich mit Tom Nook zu beraten und er war sehr angetan von der Idee. Er meinte direkt, wir haben doch noch Material übrig vom Bau von Nooks Laden, den ich gesammelt habe, also die Materialien. Es muss also nur noch ein geeigneter Ort für euren Laden gefunden werden, ja? Oho, und wer könnte euch da besser helfen als Cersei? Also habe ich meinen üblichen Handel weiter betrieben und dabei nach dir Ausschau gehalten. Und hier bist du. Oh je, ich rede ja ohne Punkt und Komma. Was, entschuldige, ich bin nur einfach so aufgeregt, weißt du? Jedenfalls werden wir sehr erleichtert darüber, Hilfe von jemandem zu bekommen, dem Tom Nook vertraut. Was sagst du, Cersei? Hilfst du uns dabei, einen guten Ort für unseren Laden zu finden? Auf jeden Fall. Und da wir den an unseren gewünschten Ort noch nicht hinstellen können, werden wir irgendwo am Strand einen Platz suchen, wo wir den erstmal platzieren können, bis wir das Terraforming-Tool haben. Aber ich glaube, das Terraforming-Tool dauert auch nicht mehr lang, bis wir das haben. Wir werden dann gleich gucken gehen, aber ich vermute, wir haben schon 2 Sterne. Oh mein Gott, da hinten ist Pietro. Und da zieht Hanne ein. Voll süß. Nee, Maren. Hanne? Maren. Oh mein Gott. Ich verwechsel die zwei manchmal. So. Und hat sie es mir jetzt... Ja, sie hat es mir gegeben. Das heißt, ich werde irgendwo am Strand einen Platz suchen. Ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich finde noch einen. Aber ich glaube, da unten klappt es vielleicht. Ja, der ist doch groß genug, der Strand. Hoppla.
Da müsste es sich doch ausgehen. Ja, kann ich sogar noch ein bisschen nach hinten. Richtig gut. Ja, hier ist gut. Hey Biododo, ich habe Hermann. Der gibt immer die Holz... Der gibt immer die Holzeisen-Items. Wirklich? Und Hermann hatten wir auch auf La Calma, glaube ich, am Anfang. Das ist doch dieses Pferd. So, wir haben die Schneiderei platziert und ich freue mich sehr, dass wir morgen endlich die Schneiderei haben. Immer diese Batterieleistung. Und jetzt shoppen wir noch bei ihr. Falls ich darf. Oh, hallo Sassy, wie kann ich dir helfen? Zeig mir das Angebot. Ich will shoppen. Ich will shoppen. Kaufe. So viel ich kann. Oh ja, Halloween-Kostüm ist auch cool, das sie hat. Das kaufen wir auch, weil wir haben noch gar kein Halloween-Outfit. Hm. Ja, nehmen wir mal mit. Hallo Lena. Lena, ich ignoriere hier niemanden und das wird auch ständig in den Chat geschrieben. Das mache ich nicht mit Absicht, liebe Lena. Wirklich nicht. Ich dachte, das hört mal auf, dass immer jeder sagt, ignorierst du mich. Aber nein, anscheinend nicht. Ich ignoriere hier niemanden. Ich spiele hier Animal Crossing und muss die ganze Zeit auf den Chat achten. Und das ist manchmal ein bisschen aufwendig. Und manchmal kann ich leider nicht alle Nachrichten lesen. Gerade wenn sowas passiert, wo ich wirklich was in Animal Crossing tun muss. Also ich meine das wirklich nicht böse. Wenn ich deine Nachricht nicht lese, dann habe ich sie auch wirklich nicht gelesen und kann nicht drauf reagieren. Ach, herrje. Hab tatsächlich nur Pech mit den Bewohnern. Reise aber auch nicht auf die Meileninsel. Teflon, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Das habe ich beim ersten Mal, als ich angefangen habe zu spielen, auch so gemacht, weil ich es einfach nicht gewusst habe, dass man da die Bewohner dann ja suchen kann. Und das lief nicht gut. Aber siehst du, ich habe jetzt auch Pietro, weil ich gezwungen wurde, ihn ja zu nehmen, wegen den Campingplatzbesucher, weil er der Erste war und... Bin auch sehr unzufrieden mit ihm, muss ich ehrlich sagen. Der Stream wird circa bis 16 Uhr dauern. Mini Rainbow Dobi, Hallöchen. Oh nein, Link, dein Akku ist leer. Hallo Link. XymixQ04, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Schön, dass du hier bist. Und auch an Mini Rainbow Domi ein herzliches Willkommen im Dodo Club. Danke auch für dein Follow. Dankeschön. So, das nehmen wir mit. Das Landstreicher-Outfit. Ist doch perfekt. Ich freue mich auch schon sehr auf Halloween, Lena. Ich bin ja auch gerade dabei, ein Spiel auszuwählen. Wir werden ein Horrorspiel spielen. Am Samstag wird es losgehen. Und das werden wir dann Sonntag fertig spielen, weil es ein bisschen länger ist. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Die haben wir ja schon. Die hat sie einfach wieder mitgenommen. So, da hinten ist ein Ballon. Ich reiße gerade meine Esel ab. Nein, Rafa, was machst du? Die Dodo-Punkte sind für heute deaktiviert. Die kommen aber beim nächsten Stream wieder. Die sind nur heute weg. Die werden auch gerade überarbeitet. Aber die kommen beim nächsten Stream wieder. Also keine Panik, die sind noch da. So. Kann man nur gerade nicht sehen. So. Eisenerz. Ja, ist okay. Ist okay. So, wir werden die Rosa einladen. Ich habe übrigens gesehen, ich habe sehr viele, sehr interessante Amiibo-Karten. Also, falls wir wirklich gewisse Bewohner. Oh, wie süß die zwei sind. Guckt euch die zwei mal an. Oh, Melinda hat einfach einen Hexenhut auf und Tom Luca Teufelsohren. Oh, Teufelshörner. Oh mein Gott. Ist das niedlich. Ich baue nur etwas neu im Eingang. Okay, Rafa. Mein Kater hat am Halloween Geburtstag, der wird 2. Oh, wie cool. Cooler Geburtstag.
Wie stoppt man die Bäume, also dass die nicht weiter wachsen? Hinter dem Baum einfach einen Obstbaum pflanzen. Genau dahinter, wirklich exakt dahinter einen Obstbaum pflanzen, da wachsen die nicht mehr weiter. Hallo Pauline, hi. Nein, ja, wenn ich morgen streame, sind die Punkte morgen wieder da. Wenn nicht, dann nicht. Dann erst übermorgen. Also beim nächsten Stream sind die Punkte wieder da. Genau. So. Camper einladen. Ihr könnt hier Camper einladen, weil das ja gestern auch eine Frage war, wie die Amiibo-Karten funktionieren. Dann nimmt man einfach die Karte und die hält man einfach zum Controller hin. Genau. Und dann sollte das funktionieren. Hier sollte man es hinhalten, auf die rechte Seite. Und dann erkennt der in dem Fall die Rosa. Und die laden wir ein. Du musst später nochmal in den Flughafen gehen und dir Bodo angucken. Wirklich? Ist der auch verkleidet? Da ist die Rosa! Oh, wirklich auf den Campingplatz? Sie ist unterwegs. Süß. Ich bekomme welche zu Nikolas von meiner Oma. Oh, cool. Amiibo-Karten meinst du? Die zwei sind so süß. Leni, du kannst die Punkte auch wieder funktionstüchtig machen? Wirklich? Kannst du das? So, wir gucken gleich mal. Ich bin gerade so gespannt, wie Bodo aussieht. Fatima am Campingplatz eingeladen. Ja! Oh, wie süß er ist. Oh. Komm, wir machen jetzt ein Bild. Welche Reaktion? Machen wir die. Oh, wie süß. Oh no, dieser Bodo, so ein süßer. Mods können fast alles, was du kannst, nur keinen Raid starten, glaube ich. Aber du kannst den Stream auch nicht beenden, oder? Das wäre komisch, wenn du das könntest. So, da wachsen die fleißig weiter. Und übrigens, ich hätte eigentlich vorgehabt, wenn es heute funktionieren würde, was es ja anscheinend nicht tut, dass sie die Rosa hier gleich einziehen lassen und Frederiks Haus dann gleich hier hinstellen würden. Aber wenn das nicht geht, geht's halt nicht. Dann ist es halt so. Dann werden wir einfach mit den Campingplatzbesuchern die dann austauschen, die wir wirklich nicht wollen. Wie zum Beispiel Pietro. Und ich bin drauf gekommen, ich habe nicht nur Felix auch als Amiibo-Karte, ich habe sogar Bienchen als Amiibo-Karte. Ich habe aber auch die... Wie heißt dieser rosane Hund, der auch ziemlich süß ist? Lucy? Bin mir gerade nicht sicher. Bodo denkt sich so gerade, oh Gott, was will die von mir? Wahrscheinlich. So, Rosa, Hallöchen. Es ist einfach toll hier. Danke, dass du mich auf diese Insel eingeladen hast. Sie will ein Pappgras. Okay, da helfe ich doch gern. Ja, es ist tatsächlich so. Man muss sie dreimal einladen, bis sie dann schlussendlich auf die Insel ziehen. Rosi? Rosi heißt sie. Oh, okay. Emily, danke. Und Leni, danke. Schlepp und Schlepp haben auch gesehen. Ja, voll. Das habe ich auch heute schon gesehen, weil ich habe die Bonbons heute schon gekauft. So, dann werde ich ihr ein Pappgras basteln, damit sie zufrieden ist. Genau. Brauche ich, glaube ich, nur Unkraut dafür, oder? Muss mal gucken gehen. Wird logisch sein, dass man nur Unkraut braucht. Oh nein, Holz. Okay. Man braucht tatsächlich Holz, kein Unkraut. Ja, gut, es ist Pappe und Papier ist aus Holz, stimmt. Stimmt. Hallo Gianni, hi. Boah, hab fast den Stream verpasst. Oh no. Der geht aber heute wirklich nicht lang, Leute. Der geht wirklich nicht lang.
Holzi, Holzi, Holz. Einmal normales Holz und einmal weiches Holz. Müsste reichen. Wie geht's euch denn heute an diesem wunderschönen Donnerstag? Genug. Hier liegt einfach auch wieder so viel rum. Es ist so typisch ich. So typisch. Oh, Flaschenpost. Die habe ich noch gar nicht ausgepackt. Habe ich vorhin vergessen. Feuerstelle. Die weiß ich natürlich. Oh mein Gott. Feuerstelle ist echt nichts Neues. Ich glaube, das weiß jeder. Oder? Die bekommt man ja mit diesen Anfangs-DIYs. Ganz am Anfang. Bah, ich habe morgen Sport. Das schaffst du, Leonie. Ich wusste halt nicht, Sassy, was ich da hinbauen soll. Dachte die ganze Zeit an einen Entensee. Das ist doch süß. Raffa, und der ist echt cool geworden. Du hast mir ja auf Insta geschickt, wie der aussieht. Philippa, na, schwerst beschäftigt, Peaks. Ich will plaudern. Hab ich meine Armbanduhr beim Umzug hierher verstuddert? Oh no. Die Arme. Übrigens ist heute ja Hasso eingezogen. Da ist er, der liebe Hasso, den wir auf der Meileninsel gefunden haben. Und der ist heute zugezogen. Und hat echt ein interessantes Ambiente hier. Wohnt in der Wüste. Ist ganz cool. Ich bin heute noch den ganzen Tag mit Auspacken beschäftigt und da ich kein Publikum gebrauchen. Oh no, er ist voll aggro. Er ist voll aggro. Hallo Kim, hab auch meine Insel gelöscht. Ich wünsche auch dir einen guten Neustart. Krass, so viele Leute haben die Insel gelöscht. Das ist Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn. So, oh, Petru. Er tanzt hier so ein bisschen rum. Ist ja auch gut. So, wo wir jetzt noch hingehen werden, weil das habe ich heute schon von einem anderen Bewohner vorhin erfahren. Nämlich, dass die liebe Oinka krank ist. Und wir werden ihr ein Medizin vorbeibringen. Die Arme. Und dann gehen wir zu Rosa. Oh. Du Arme. Tut mir leid, ich fühle mich im Moment nicht gerade gut. Oh, das sollte dir helfen. Oh. Gesundheit. Aber nicht ins Gesicht niesen, bitte. So, jetzt geht's dir wieder gut. Damit geht's mir sicher im Handumdrehen wieder besser. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich über den Berg. Ein Magazin ist zwar kein großartiges Geschenk, aber ich habe nichts Besseres da. Wie süß. Wie süß sie ist. Pietros Haus, da sind wir gerade vorbeigelaufen, Leni, aber ich kann es euch nochmal zeigen. Jo. Das ist Pietros Haus. Es ist eigentlich ganz hübsch. Es ist jetzt echt nicht so auffällig wie er selbst. Ich würde es tatsächlich echt cool auf der Insel finden, dieses Haus, aber Pietro halt nicht. Falls ihr versteht, was ich meine. Jetzt gucken wir noch zu Nepp und Schlepp und gucken ihre Verkleidung an. Ich finde es so süß, dass sie einfach nicht nur an Halloween verkleidet sind, sondern auch jetzt schon. Dass die einfach, ja, eigentlich 3 Tage vorher sich schon verkleiden. Finde ich voll süß. So. Als hätten sie nicht eh selbst auch Ohren. Ach Gottchen, wie süß die sind. Ja, den auch noch mitnehmen. Oh. Und dann auch noch in einer Farbe, die eh ähnlich zu ihrem Fell ist. Einfach süß, die zwei. Ah, NCH, Hallöchen, wie geht's dir? Wie geht's dir? So. Eilen bekommen. Da waren noch welche. Okay. So, jetzt gehen wir zu Rosa und geben ihr das Pappgras. Und dann sollten wir eigentlich noch auf Meileninseln gehen, weil wenn wir jetzt schon spielen, können wir das auch gleich machen. Und jemanden holen, der eben nicht ganz so schlimm ist. Ich hoffe, es ist noch kein random... Nein, dürfte
keiner eingezogen sein. Beziehungsweise keiner das Grundstück gekauft haben. Nö. Weil ja die Maren morgen erst einzieht. Ich habe Knuspi als random Bewohner bekommen bei den dritten, wo man die Häuser baut. Richtig cool, Jana. Du hast Glück gehabt. Knuspi ist süß. Also ich finde Knuspi süß. Bekomm ein Seraphin-Hemd. Schön. Schön, schön. Morgen muss ich abreisen, obwohl mir diese Insel und ihre Bewohner immer mehr ans Herz wachsen. Du musst mich unbedingt bald zu einem weiteren Campingaufenthalt einladen. Das machen wir doch glatt. Das machen wir. So, ich hole die Meilentickets noch kurz und dann geht's los. Nein, hat doch niemand gekauft. Oh, zum Glück. Ich hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn da irgendjemand jetzt eingezogen wäre. Und ich glaube, wenn dann alle drei, also wenn Maren morgen da ist und wenn dann derjenige da ist, den wir jetzt suchen, dann müsste KK kommen. Weil ich glaube, dann haben wir genug Sterne. Hm. Kann sein, sicher bin ich mir nicht. 7 habe ich. Oh, 7. 7 müssen reichen, Leute. Das Licht hinten wird perfekt zum Outfit abgestimmt. Jedes Mal, ja. Manchmal vergesse ich es, aber ich gucke, dass ich es nicht vergesse. Und dass es passt. Ja, ja. Ich schaue mal, wie viele Sterne wir haben. Dann geht's los. Du musst noch die ganzen Sachen platzieren. Ja gut, wir haben jetzt echt schon sehr viele Sachen platziert. Also 50 Sachen sind auf jeden Fall schon da. Zäune sind auch 50 da. Blumen haben wir auch mindestens schon 50 gemacht. Also das, an dem darf es nicht mehr liegen. Das Insel-Image, ja. Du machst dir also Gedanken um das Image. Im Moment hat Dodo Reef eine 2-Sterne-Bewertung, also eigentlich ist unsere Insel schon ganz schön beliebt. Die Leute finden uns immer besser. Das wäre auch noch was, das würde ich gerne direkt vorlesen. Allzu viel los ist dort nicht. Ja, es ist wieder die Bewohnersache. 8 Bewohner, 15. Ja, dann fehlt eh nur mehr die Bewohner und deswegen meine ich ja, wenn die 2 dann noch eingezogen sind, dann haben wir's. Oder? Dann sind es 8. Müsste eine 8 sein. Philippa, Toni. Ich guck mal kurz. Ja, wir haben... Nee, morgen schon. Wir haben ja schon 7. Dann haben wir morgen schon 3. Oh, cool. Richtig cool. Ja, dann haben wir morgen 3 und... Ja klar, ich habe ja heute 2. Ist ja eigentlich logisch. Ist ja eigentlich ziemlich logisch. Oh no. Aber wir werden trotzdem gucken. Wir werden trotzdem gucken, wen wir finden jetzt auf den Meileninseln. Und damit ich jetzt nicht irgendein Hippo oder so einzieht, der nicht so schön ist. Sag ich mich, die fliegen. Rafa, ich schicke dir dann auf jeden Fall noch die, dein Item. Insgesamt kann man 10 haben. Ja, genau. Genau, genau, Leni. Das ist richtig. Auf geht's. Haben wir jetzt Meilen... Habe ich jetzt Meilenticket ausgewählt? Ich weiß es nicht. Es geht einfach schon so automatisch. Ich hoffe, ja. Ja, sonst hätte er schon was anderes gesagt. Ja. Ist jetzt der Udo auch verkleidet? Ist der Udo auch verkleidet? Nein, er ist nicht verkleidet. Ach, Udo, du Spielverderber. So, Bewohner Nummer 1. Wenn das jetzt die Rosa ist. Oh, nee. Nein, Leute. Nein, mag ich nicht. Mag ich nicht.
Mag ich nicht. Nö. Weiß jemand, wie der heißt? Danke, aber ich komme aus mit den 7. Ich möchte nicht wirklich mehr fliegen. Ich habe auch keine Zeit mehr zu fliegen. Auf jeden Fall. Das passt schon. Danke, aber fürs Angebot ist Tierli. Du bist so lieb. Du bist so lieb, wirklich. Du würdest mir die ganze Zeit Sachen geben, Eduard. Nein, keine Abstimmung. Keine Abstimmung. Wir nehmen sie nicht. Nein, 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 nein. Wir haben noch 6 Tickets. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Wir nehmen sie nicht. Nein, nein, nein. Ich finde ihn gar nicht süß. Ich weiß nicht. Der erinnert mich so an Horrorpuppen. Keine Ahnung. Ich mag den nicht so. Wie kann man den nicht lieben? Was? Ihr mögt? Oh. Ja, wir können nicht alle dieselben Bewohner mögen. Eduard, passt zu Toni? Schon? Finde ich nicht so. Nein. Ich würde sagen, Mona passt zu Toni. Brauchst du ein paar Mal? Danke, Emily, aber danke, es ist so lieb von euch, dass ihr immer an mich denkt. Aber es ist gut, es ist gut. Ich komme mit denen aus, die ich habe. Heute auf jeden Fall. Später vielleicht nicht, aber heute komme ich aus. Hallo Liz, hi. Ihr mögt den alle, okay. Gut, dass unsere Geschmäcker verschieden sind, Leute. Das ist gut. Da müssen wir nicht alle die gleichen lieben. Nein, nicht zu Toni. Ja, Mona. Ja, Mona passt zu Toni. So, hoffentlich treffen wir es jetzt besser. Oh, wer ist denn das? Wie heißt die? Die Sabine. Huch, ich dachte, das ist auch so, wie die wir diese Tour machen. Ich bin Sabine. So, hier dürft ihr gerne eine Abstimmung machen. Bei der Sabine dürft ihr gerne eine Abstimmung machen. Die ist süß. Du bist wirklich von Dodo Reef extra bis hierher gereist? Ich habe Dodo Reef schon vom Flugzeug aus gesehen, glaube ich. Von oben sieht es schön aus. Süß. Da dürft ihr jetzt gerne eine Abstimmung machen, ob ihr Sabine gerne auf der Insel hättet oder nicht. Ronja, JJ, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Dankeschön. Dankeschön, Leonie. Für die Abstimmung. Ich werde derweil ein bisschen farmen. Sabine hatte ich mal. Hast du sie gehen lassen, Jana? Hi Jana übrigens. Ich habe noch nicht Hallo gesagt. Zu wem passt sie? Das ist eine gute Frage. Es gibt auf jeden Fall ein paar Wölfe, die süß sind. Da würden wir schon wen finden. Wird es nicht auch einen neuen Wolf geben? War da nicht einer dabei? So, wie sieht's aus? Oh, ihr seid euch nicht einig. Ihr seid euch gar nicht einig. Sehe ich gerade. Okay. 7 Leute sagen, ich soll weitersuchen. 5 sagen ja. Die Mehrheit liegt bei Weitersuchen. Das heißt, wir werden wegfliegen. Die Sabine wird nicht genommen. Ja, es gibt auf jeden Fall genügend Wölfe, die da dazu passen würden. Die Abstimmung ist schon wieder zu Ende. Es war eine kurze Abstimmung. Aber die müsste immer oben am Chat direkt sein, die Abstimmung. Die klebt da so oben. Manchmal kann man die übersehen, weil sie ähnlich aussieht wie eine Nachricht, aber sie müsste ganz oben am Chat immer so sein. Genau. So, öffnen. Der Hammett. Einen Bienenstock, den haben wir schon. Ich glaube, den haben wir auch in einer Flaschenpost gefunden. Komisch. Viele haben sie nicht gesehen. Ja, mach für die nächsten 2 Minuten. Ich habe schon wieder so automatisch geklickt und hoffe, ich habe nichts falsch geklickt.
Hä, wieso bekommen die so viele nicht angezeigt? Das ist komisch. Das ist nicht normal. Das habe ich auch noch nie gehört, dass dir jemanden nicht angezeigt worden ist. Dubios. Skurril. Komisch. Mach wieder 2 Minuten, weil da haben wir das nicht gehört, dass es jemandem nicht angezeigt worden ist. Da haben es alle gesehen. Vielleicht die am Handy, dass es da nicht angezeigt wird? Ich weiß nicht. Hat das jemand im Handy gesehen? Die Abstimmung? Insel Nummer 3. Ja, ich. Okay, Leonie, du hast es im Handy gesehen. Hm. Was sind das für komische Insel? Lauter Nadelbäume. Ja, okay. Okay, ich muss zugeben, zu Pietro passt sie gut. Sie sieht aus wie ein Burger. Sie ist ein Burger. Zu Pietro wird sie perfekt passen. Aber wir wollen Pietro nicht verhalten, Leute. Wir wollen Pietro nicht verhalten. Ayolina, herzlich willkommen im Dodo Club. Ayolina? Bin mir nicht sicher. Sorry fürs falsch aussprechen. Herzlich willkommen auf jeden Fall im Dodo Club. Schön, dass du mit dabei bist. Sie sieht aus wie Essen. Ja, sie sieht aus wie ein Burger, oder? Auf jeden Fall oben dieses Sesamkörnchen, das Brötchen, Salat, Tomate, Fleisch, Brot. Salat, Tomate, Fleisch, Brot. Nee, Brot fehlt. Und vorne so der Senf. Wie so ein Hotdog. Kila ist wieder da. Hi. Oh no, grausig. Ihr braucht auch gar keine Abstimmung machen. Martina bleibt, wo sie ist. Bye bye, Martina. War schön, dich kennenzulernen, aber... Tja, du darfst die Insel hier genießen. Aber nicht meine. Hotdog-Burger, ja. Hey, und ist eh nicht falsch ausgesprochen. Also Lena oder Lina? Lena, Lena wahrscheinlich. Ayo, Lena. Ayo, Lena. Na, mal live, Hallöchen. Ja, ist ein Burger. Ist ein Burger und ein Hotdog zugleich. Ihre Wolle sind Pommes, ihr Kopf ist ein Burger und ihr Körper ist ein Hotdog. Ja, genau. Das ist doch so witzig, oder? Muss sie doch mal angucken. Ja voll, das sind Pommes. Ihre Haare. Und ihre Hörner. Ein Mix aus Senf und Ketchup. Ich bin bei Bertram jetzt Freundschaftsstufe 3 und er gab mir den Spitznamen Schmecker. Kriegen wir Trick? Beobachtest du das, wie gut ihr befreundet seid? Weil das finde ich ja ganz... schwer herauszufinden irgendwie. Da lassen. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich die Abstimmung auch nicht gesehen. Tatsächlich. Jetzt habe ich erst das Ergebnis gesehen. Komisch. Twitch hat vielleicht heute ein paar Problemchen. Tag 11 schon? Ja, so krass, oder? Luisa, Hallöchen. Hi. Schön, dass du da bist. Rollstuhl Girl ist auch im Start. Hallöchen. Ja, bei Ticket. Diesmal habe ich bewusst geklickt. Auf geht's. Oh. BioTV Master Mode. Muss jetzt zum Kieferorthopäden. Oh no, man wollte bis zum Ende dabei sein. Es dauert auch nicht mehr lang. Wenn wir den Bewohner haben, dann ist er auch schon wieder vorbei. Oder haben wir was vergessen? Nö, haben nichts vergessen. Bye bye, ANCH, schön, dass du da bist. Wie Bodo aussieht, so süß, oder? Also, guckt auf jeden Fall heute auf eure Insel, weil heute sind alle verkleidet. Bis auf den Udo. Der ist ein Spielverderber. Wer hat eigentlich schon von euch die Schneiderei? Könnt ihr mir sagen, ob die Igelschwestern auch verkleidet sind? Sind die auch verkleidet? Bestimmt, oder? Oh, es ist einer meiner ersten Bewohner, die ich jemals gehabt habe, der Apollo. Gemeinsam mit dem Adrian hatte ich G2 auf meiner Insel in Animal Crossing Wild World damals noch.
Jetzt bin ich gespannt, was ihr sagt, ob der auf unsere Insel passt oder nicht. Ich glaube, er hat einen La Calma, kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Nee, die tragen nix. Voll die Spielverderber. So, sollen wir den Apollo mitnehmen? Ich bin ja eigentlich dafür, dass wir ihn nicht mitnehmen. Ich finde ihn zwar süß, aber ich glaube, auf unsere Insel passt er nicht so gut. Bin zwiegespalten. Oh Gott, diese Batterieleistung immer. Ich wechsle kurz den Controller, während ihr abstimmt. Oh. Dachte nicht, dass ihr so eindeutig abstimmt. Okay, jetzt werden es mehr. Also ich sehe wieder keine Abstimmung. Das ist echt komisch. Die läuft gerade. Vielleicht mal refreshen, Frieda. Einfach mal aktualisieren. Tina hat bei mir auch kleine Hörner. Na dann. Chantal, Hallöchen. Hallo, wie geht's dir so? Mir geht's so, naja, gut. Oh je, dann gute Besserung. Oh je. Mir geht's gut. Danke der Nachfrage, Chantal. Schön, dass du da bist. Sassy, geh mal in die Schneiderei und schau dir Tina an. Rafa, ich hab noch keine Schneiderei. Was soll ich denn tun? Ich kann die Tina nicht angucken. Deswegen habe ich ja gerade gefragt. Ich sehe eine und bin am Handy. Das ist schön, Kushi. Das ist schön. Ich find's echt komisch, dass manche die nicht sehen können. Nach dem Refreshen ist auch nicht da? Ja, Rafa, da lachst du jetzt. Also 12 haben gesagt nee und 4 haben gesagt ja. Die Abstimmung läuft jetzt noch ein paar Sekunden und dann ist vorbei. Also ich glaube nee. Immer noch nicht komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber ich glaube, dann müsste es eigentlich fast an Einstellungen von Twitch liegen, dass man die irgendwie nicht angezeigt bekommen kann. Hm. Ja, die meisten sehen es ja, sonst hätte ich hier gar keine Abstimmungen. Finde ich echt komisch. Ich werde mich informieren, an was es liegen könnte, dass es manche nicht sehen. So, wir haben noch 3 Meilen-Tickets, Leute. Wir können aber noch welche vom Portal holen. Ja, die Dodo-Punkte sind normal. Das haben wir schon geklärt. Die sind heute nicht da. Ich nehme ja auch gerade jeden Tag neue Änderungen vor. An Twitch. Also jeden Tag sitze ich an was Neuem, was ich gerade so am Einstellen bin. Jetzt kommt bald das Mikro, das noch eingestellt wird, weil das haut auch noch nie richtig hin, mein liebes Mikro. Ich sollte die Dodo-Punkte nie wieder deaktivieren. Nein, nicht weil die Dodo-Punkte deaktiviert sind. Die sind ja für alle deaktiviert, dann dürfte niemand eine Abstimmung sehen. Also das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Ach Leute, ich werde nie wieder Dodo-Punkte deaktivieren. Ich wusste nicht, dass so viele da... Also, dass das so viele auffallen wird. Also, die Dodo-Punkte sind heute deaktiviert, weil ich heute einfach wirklich keine Zeit habe, auf die einzugehen, weil ich den Stream nur bis 16 Uhr laufen lassen kann und ich jetzt keinen Inselbesuch machen kann. Das wäre schade, wenn es jemand einlöst und ich kann das dann nicht machen. Und noch ein Grund, die werden gerade überarbeitet, deswegen habe ich sie auch ausgestellt. Einfach weil gerade alles voll Chaos ist mit den Dodo-Punkten und die überarbeitet werden, die bekommen ein neues Zeichen und alles und deswegen gibt es die gerade nicht. Aber sie werden so bald wie möglich wieder aktiviert, wahrscheinlich auch schon morgen. So, und wir haben... Also ich werde verrückt, ich werde verrückt. Es ist Julia.
Oh mein Gott, und es ist ein V, Leute. Es ist ein V. Ich kann sie mir sehr gut zu Philippa vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, ob wir Philippa behalten werden. Aber sie wird schon cute sein miteinander, oder? Philippa und Julia. Was meinst du? Sind beide sehr farbenfroh? Dann hätten wir schon ein Pärchen auf der Insel. Das wäre doch auch süß. Das hätte ich ja eigentlich heute mit Rosa und Frederik vorgehabt. Hä? Ah, Rollschuhgirl. Bei den Regeln von meinem Chat kann jeder lesen, dass man keine Großbuchstaben schreiben sollte. Die Leonie hat es einfach gerade gelöscht, weil man das nicht tun soll. Grundsätzlich ein Wort, Leonie, musst du nicht löschen. Aber im Chat darf man keine Großbuchstaben schreiben und das steht auch jeden Tag wieder bei den Chatregeln dabei. Tina hat Dämonenhörner in der Schneiderei. Dämonenhörner? Oh mein Gott, Tina. Liebe Tina. Ein Wort geht klar. Man kann dann darauf hinweisen, dass man es nicht mehr tun soll. Also ihr solltet nicht immer jeder ein Wort groß schreiben. Das geht auch nicht. Kein Problem. Kein Problem, Rollschuhgirl. Wirklich kein Problem. Wenn man sich weiß, wir weisen da eh drauf hin. Das ist kein Problem. So, wie stimmt ihr denn ab? Aha, das ist ja interessant. Sieh mal an, ein neues Gesicht. Bist du auch von einer anderen Insel und auf Stippvisite hier? Selbstverständlich bist du das. Nun, meine Freunde nennen mich Julia. Du bist so Cersei aus dem fernen Dodo Reef. Mir überaus faszinierend. Nun, unser Aufenthalt mag temporär sein, doch dies soll uns nicht daran hindern, Bekanntschaft zu schließen. Oh, wie süß. Man mag es kaum vermuten, aber ich bin durchaus auch einmal für einen Ulk zu haben. Ah, sie ist schon eine Süße. Und ich glaube, wir werden sie auch mitnehmen, weil 14 Leute sagen ja und 5 sagen bis jetzt nein. 15 Leute sagen ja. Ich guck mal nach Flaschenpost. Fossil nehmen wir auch mit. Ja, Leute, ihr habt entschieden, wir werden die Julia mitnehmen. Twitch will uns ärgern. Twitch will ärgern. Twitch ist auf Beef aus. Nein, ist es nicht. Twitch ist super, Leute. Ich liebe diese Plattform. Ich liebe sie. Gibt keine bessere Plattform als Twitch. So. Julia, du darfst zu uns ziehen. Diese Landpartie ist so erfrischend. Ich fühle mich wie ein Filmstar, der in der Natur neue Kraft hat. Also die zwei könnten so ein bisschen streiten, weil ja die Philippa eine große Schwester ist und sie ein Popstar anscheinend. Das wird hin und wieder auf jeden Fall zu Konflikten führen. Aber ich finde das ganz süß. Sie werden sich schon zusammenraufen, die zwei. Ein dauerhafter Aufenthalt auf solch einer schönen Insel erscheint mir durchaus attraktiv. Sieh auf meine Insel! In der Tat ist dies allein voller Ernst. Wenn ich mich recht erinnere, warst du von Dodo Reef. Ein gewisses Wagnis wäre es schon, aber du bist ja dort. Die Würfe sind gefallen. Ich werde auf Dodo Reef ein neues Leben beginnen. Puh. Ausgezeichnete Wahl. Ich habe nicht mal gesehen, dass alles groß war. Doch, das war's. Ich habe die Nachricht auch noch da, deswegen sehe ich es. Es reicht also aus, diese Person namens Tom Luke auf Dodo Reef anzurufen? Ja, genau, das erscheint mir durchaus machbar, wenn man mit Tom Luke reden möchte. Welch glückliche Fügung, dass wir uns getroffen haben. Diese Reise wird in meinen Annalen eingehen. Das Leben schreibt die besten Geschichten, das zeigt sich immer wieder noch dazu mit Happy End. Süße. Okay, dann haben wir eigentlich zweimal einen V. Also eigentlich einen Strauß, aber die beiden sehen ja beide aus wie Pfaue. Pfau? Ein Pfau? Mehrere Pfau? Keine Ahnung. Wisst ihr die Mehrzahl vom Pfau? Oh no, ich habe keine Ahnung. Julia ist hochnäsig. Das ist ja noch blöder. Ich glaube, das führt zu noch mehr Konflikten. Also ich stimme hier gar nicht ab, weil ich hier nicht... Ja, keine Ahnung, an wann es liegt, Emily. Kann sein, dass Twitch einfach gerade ein bisschen spinnt. Sie ist lieb. Pfaue? Pfaue? Ihr sagt Pfaue, okay. Ich hätte auch am Anfang Pfaue gesagt. Hallöchen, Berkan, hi. Hallöchen. So.
Ich bin glücklich mit unserer Wahl. Und was ich jetzt auch noch gleich machen werde, ist mein Haus umplatzieren. Und zwar, weiß ich nicht, ob Sie es gesehen haben, das kommt ja, wie man hier sieht, da ober das Rathaus hin. Da wird mein Haus stehen, damit ich einfach überall schnell hinkomme. Und ja, ich überall einfach ja, schnell hinkomme. Das war der Punkt. Das werde ich auch gleich machen, weil dann werden wir hier die Julia, genau hieß sie, Julia hinziehen lassen und Philippa dann gleich hier irgendwann mal platzieren, morgen vielleicht oder übermorgen. Dass die zwei gleich nebeneinander stehen, dann haben wir das erledigt. Dann haben wir unser erstes Pärchen. Voll süß irgendwie. Unser erstes Pärchen. So, ich habe genug Geld, aber keinen Platz. Nein, doch, einen Platz habe ich. Das reicht. Ich glaube auch Pfaue. Okay. Philippa und Julia verstehen sich 16, 14 gut. Das kann man wo nachgucken? 16 zu 14, das kann man nachgucken. Hallo Johanna Gymnast. Stellt euch vor, irgendwer sagt Feuer. Ich glaube, Feuer ist nicht richtig. So, du Teufelsnuck. Echt, das passt doch zu ihm, oder? Die Teufelsohren passen sehr, sehr gut zu ihm, muss ich schon sagen. Ja, das passt. Nein, Eigenheimberatung. Über mein Haus. Ich will umziehen. Ja, 30.000. Das ist günstiger, als andere Gebäude umzustellen. Ein bisschen Nachlass gibt er uns da. Es gibt eine Beziehungstabelle? Nein. Oh mein Gott. Das wusste ich nicht. Jessie da Silva, Hallöchen. Schön, dass du da bist. Der Robby hat uns auch noch eine Flaschenpost geschrieben. Grüße an Thema im Türkranz. Ich glaube, wir haben jetzt fast alle Türgrenze übrigens. Bald 5 Tage. Es ist so krass, oder? Also 7, 8. Ach so. Was, 5 Tage? Ach so, du guckst schon so lange zu. Oh mein Gott, Leonie, diese Zeit. Eigentlich fehlt ja bei deiner Zeit was, weil du hießt ja vorher Himmelgraue und da hast du ja auch schon lange zugeguckt. Also eigentlich müsste man das dazu rechnen und dann sind es sicher schon 5 Tage. Hundertprozentig sind es dann schon 5 Tage. So. Hoppla. Die Blümchen muss ich wegmachen, weil die brauche ich für die 3 Sterne. Also, Jessie, die in meinem Chat sind sehr hilfsbereit. Also, falls du irgendwas hast, wo man dir helfen kann, kann es gut sein, dass sich da jemand meldet. Ein Magazin. Okay, das liegt jetzt hier. Ist gut. Ach. Follow jetzt einfach 3 Monate. Leonie, du bist echt schon ewig dabei. Wir haben ja auch bald unser 1-Jahres-Special, Leute. Freut ihr euch schon drauf? Ich freue mich drauf. So, mal sehen, wie das hier so aussieht, ob wir uns hier wohlfühlen. Ich glaube, es sieht ziemlich cool aus mit dem Fluss dahinter. Und den Wasserfall. Ja, ich glaube, das wird's. War irgendwie ganz knapp hinter Lero. Ja, hab glaube ich 1 Tag und 5 Stunden gehabt oder so. Oh. Oha. Dann sind es ja eigentlich schon fast 6 Tage. Krass, krass, krass. So. Das heißt, wir werden da morgen unser Haus haben. Das ist auf jeden Fall auch cool, dass das gleich geändert ist. Und ja, Leute. Das war es eigentlich, was ich heute in dem Ministream mit euch machen wollte. Wir haben einen neuen Bewohner gefunden, eine Bewohnerin, die Julia. Und The Dark Rose, herzlich willkommen im Dodo Club. Danke für dein Follow. Und auch an Jack Riddle. Nein, Jackie Riddle? Riddle? Ich hoffe, es war richtig. Herzlich willkommen auch an dich im Dodo Club. Dankeschön für dein Follow. Und an die YouTube-Zuschauer. Ich weiß, es war ein kurzes Video, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald. Ciao.